Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Liebe Gemeinde, fürchtet euch nicht. Seit Anfang an ist der heilige Abend gekoppelt an das Wort des Engels, fürchtet euch nicht. In diesem sehr anderen Weihnachten ist diese Botschaft wieder hochaktuell. Es gibt genug in dieser Welt, was uns das Fürchten lehren kann. Der Virus, der schon etliche Menschen dahingerafft hat, zurzeit ein Kerngemeindeglied im Hospital festhält. Ganz viel Leid, Einsamkeit, finanzielle Not und Gewalt nach sich zieht. Unsere Straßen in der Ferienzeit können uns auch das Fürchten lehren. Auch da heißt es Vorsicht und Verantwortung und trotzdem kann man Teil der Statistik werden. Aber über all dem steht das Wort, fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus der Herr in der Stadt Davids. Diese Ankündigung des Engels greift zurück auf viel frühere Worte, die da das Kommen des Messias vorhergesagt haben. Gottes Geschichte ist eine lange Geschichte, wie so ein langer Roman oder Seriendrama. Manchmal scheint es, als ob es gar nicht vorwärts geht. Und dann plötzlich kommt wieder eine dramatische Entwicklung, oft in ganz besonders schwierigen Zeiten. Es sind die Zeiten, wo Angst normal ist, wo die Botschaft "Fürchtet euch nicht" wieder zum Leuchten kommen kann. Unser Predigttext kommt aus dem Propheten Jesaja. Er und der Prophet Michael lebten in der Zeit der assyrischen Großmacht. Die verbreiteten Terror im ganzen Mittleren Osten und haben das Nordreich Israel völlig zerstört. Zur gleichen Zeit gab es in Juda die schwierigen Fragen, ob man sich unterwerfen oder kämpfen sollte, mit wem man sich verbünden sollte und wie man überleben könnte. Die Propheten im Allgemeinen sahen die Krise als Gericht Gottes. Besonders weil die Oberklasse korrupt und, wie sie meinten, Gott ungehorsam war. Sie sagten voraus, dass Gott einen neuen, gerechten Mann berufen würde, sein Volk zu leiten. Interessanterweise greifen beide zurück auf den Vater von David, Isai. Micha greift zurück auf die kleine Stadt Bethlehem, wo David aufgewachsen ist, lange bevor ein Königstempel in Jerusalem gebaut wurde. Aus den kleinen, unscheinbaren Anfängen Davids, nicht aus dem Machtsitz Jerusalem, soll der Neuanfang kommen. Bei Micha ist es ganz klar, dieses ist ein völliger Neuanfang. Bei Jesaja streiten sich die Kommentatoren etwas. Spricht Jesaja von einem ganz neuen Anfang oder von einem gerechten König in der jetzigen Dynastie? König Hiskia und auch Josia wurden positiver gesehen von den Propheten. Woran denkt Jesaja? Das ist nicht so ganz klar. Aber es ist ein König, der anders regieren wird, als die, die vor ihm auf dem Thron gesessen haben. Regieren mit Weisheit und Verstand. Er soll Frieden bringen zwischen denen, die sich jetzt feind sind. Ich lese aus Jesaja 11, die Verse 1 bis
12. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit den Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übrig geblieben ist, in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Aus dem Stamm Isais, entweder ausgedörrt oder abgeschlagen, treibt neues Leben. Ein Reis sprießt und bringt Frucht. Das ist ein wunderbares Bild des neuen Anfangs. Es ist auch ein kritisches Bild in der Zeit, wo das Haus David noch sicher auf dem Thron Jerusalems saß. So wie jetzt geht es nicht mehr weiter. Gott macht einen neuen Anfang. Wie? Darüber hat man sich gestritten. War das Königshaus so korrupt, dass Gott einen ganz neuen Anfang machen würde? Oder würde er aus der Dynastie heraus, wie sie war, einen gerechten König erwecken? Dieser Streit streckt sich bis ins Neue Testament. Einige eifrige Bibelleser haben das vielleicht schon längst bemerkt. Matthäus und Lukas haben beide einen Stammbaum Jesu, der zu David und Isai zurückgeht. Aber Matthäus verfolgt die königliche Linie über Salomo. Jesus ist der gerechte davidische König, Teil der legitimen königlichen Dynastie. Lukas führt die Linie zurück auf einen Bruder von Salomo, der Nathan hieß. Die Botschaft ist klar: Jesus ist Davids Sohn, hat aber mit der korrupten königlichen Linie sonst gar nichts zu tun. Gott macht einen Neuanfang aus dem Stamm Isais. Dieser Enkel Isais heißt nach dem ersten großen Propheten Israels Nathan. Man könnte sagen, dieses ist ein prophetischer König.
Wer von den beiden, Matthäus oder Lukas, hat Jesaja richtig verstanden? Das können wir nicht mehr feststellen. Aber beide sind sich einig, dieses ist eine neue Art von König. Er wird ein Friedefürst sein. Man hört hier Anklänge einer der Debatten, die in der Politik jedes Landes laut werden. Kann man eine korrupte Partei reformieren oder muss man lieber ganz neu anfangen? Aber wird eine neue Partei denn besser sein? Israel war das auserwählte Volk, aber sonst genauso menschlich, korrupt und konfliktreich wie jedes andere auch. Jesaja kündigt an, dieses wird ein ganz anderer König sein. Er wird weise regieren, sich nicht verführen lassen durch falsche Nachrichten und dem, was ihm vorgegaukelt wird. Er wird wirklich Frieden bringen. Wen hatte Jesaja wohl im Sinn, als er von Löwen und Rindern, von Wölfen und Lämmern sprach? Sicher von den reißenden Assyrern und ihren Untergebenen. Vielleicht auch die Mächtigen von Juda, die mehr und mehr Besitz an sich gerissen haben, als ob sie wussten, dass das nicht mehr so lange so weitergehen kann. Auch die verschiedenen Kleinstaaten, die sich bekriegten, statt zusammenzuarbeiten. Panther und Böcke lagern zusammen und Kinder spielen beim Loch der Schlange. Ein wunderbares Bild. Man könnte es ausdeuten für heute. Muslims und Juden, Schwarze und Weiße, Republikaner und Demokraten, EFF und AfriForum arbeiten zusammen, essen zusammen, teilen ohne Probleme den gleichen Lebensraum. Ein schöner Traum. Ist er völlig unerfüllbar? Oder ist er vielleicht sogar der einzige vernünftige Weg nach vorne? Hat Corona nicht gezeigt, dass die Menschheit völlig aufeinander angewiesen ist? Gibt es wirklich Gründe zur Feindschaft, die stärker sind als unsere gemeinsame Menschlichkeit und Verletzbarkeit auf diesem Erdball? Einem Virus sind menschliche Unterschiede oder Grenzen völlig egal. Warum sind sie uns so wichtig? In der ganzen Menschheitsgeschichte ist Frieden immer wieder gekommen durch Menschen, die sich nicht gefürchtet haben, sondern große, vielleicht verrückte Visionen für ganz vernünftig gehalten haben. In Zeiten der Krise kann ja beides passieren. Konflikte werden stärker und der Gewaltpegel steigt, auch in Freundeskreisen und zwischen Ehepartnern. Oder Menschen rücken zusammen und merken, wir kommen nur durch diese Zeit, wenn wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Der Friedefürst kann uns hineinziehen, in eine neue Art miteinander umzugehen. Besonders wenn Menschen merken, Hass und Gewalt schadet am Ende allen. Einen Krieg gewinnt am Ende eigentlich niemand. Anders als Löwe oder Bär haben Menschen ja einen Hunger, der nie gestillt ist. Und er macht die Gemeinschaft und die Erde kaputt. Kann ein kleines Kind in der Krippe das wirklich ändern? Friede auf Erden. Christen verkünden es schon lange, versagen immer wieder. Und doch haben diese Bilder ihre Kraft nicht eingebüßt. Immer wieder inspirieren sie Menschen zu neuen Taten, um da, wo sie sind, Friedensstifter zu sein. Das Licht scheint in der Finsternis
auch in der Corona-Krise. Wo Liebe wächst, da kann Friede werden. Und dafür ist Jesus geboren, dass Liebe auf dieser Erde anfangen kann zu keimen, wie ein Reis schießt aus totem Holz. Dieser Reis ist nicht nur grün, sondern bringt auch Frucht. Und der Anfang jeder Frucht ist eine Blume. In einigen Übersetzungen steht sogar, der Reis bringt eine Blume hervor. Und da wären wir bei unserem schönen Weihnachtslied. Es ist ein Ros entsprungen. Ich weiß nicht, ob Jesaja an eine Rose dachte, als er von der Frucht aus der Wurzel Isais sprach. Die Rose kommt aus Traditionen aus dem Mittelalter, wo die Rose Symbol Marias war. Aber im Lied ist die Rose Christus. Auch bei Luther, der die Rose zu seinem Glaubenssymbol gemacht hat. Christus ist dieser Neuanfang aus dem dürren Stumpf. Die Blüte, wo alles Leben ausgestorben schien. In diesem Jahr wurde sicher viel ausgedörrt oder abgehauen. Wir dachten, jetzt im Sommer kann man vielleicht normal sich wieder freuen und feiern. Dann wurde die Hoffnung abgeschlagen. Neue Entbehrung, neues Leid für viele. Und doch kommt da ein neues Reis. Blüht eine Blume im Winter. Die Weihnachtsfreude sprießt hinein, gerade in die Dunkelheit und Dürre unseres Lebens. Schließlich wurde Jesus nicht in einem gemütlichen Haus mit weichem Bett geboren, sondern umhergescheucht von der Großmacht, im Stall mit Futtertrog als Bett. Dieses Leben will Jesus teilen. Jesus hat es geteilt, schon als Kleinkind, verfolgt von einem korrupten König, angefeindet, geschlagen, später getötet. Der neue Reis wieder abgehauen. Und doch war auch das nicht das Ende. Die neue Hoffnung, neue Anfänge sprießen in aller Welt. Kann dieses Weihnachten in der Corona-Zeit so eine Zeit des Neuanfangs werden? Das Blümlein blüht, auch in einer Zeit der Krankheit und des Todes. Weihnachten ist nicht abgesagt. Vielleicht sind wir gerade viel bewusster, worum es eigentlich geht dieses Jahr. Gott kommt in unser Elend hinein, um es zu teilen und zu überwinden. Corona kann das Licht dieser heiligen Nacht nicht auslöschen. Im Gegenteil, dieses Licht kann in dunkle Herzen dringen und da neues Leben bringen. Frau Gerhard schreibt, die ihr schwebt in großem Leide, seht, hier ist die Tür zu der wahren Freude. Fasst ihn wohl. Er wird euch führen an den Ort, dahin fort euch kein Kreuz wird rühren. Ich möchte enden mit einem englischen Gedicht, das ich vor einigen Wochen geschrieben habe, mit dem Titel Corona Christmas. Can you now hear the bells ringing, telling a story of love? In a world so full of troubles, they speak of hope from above. In a dark world marked by sickness and fear, God as an infant is drawing so near. Bells, sing your song in the night. Touch each sad heart with your light. Born far from power and splendor, God and a child came to earth. Those who are suffering and lonely all can draw strength from this birth. Whispers of blessings in places of pain,
promise the morning is coming again. Bells, sing your song in the night. Touch each sad heart with your light. Born as a sign of compassion, bringing the world joy and peace, Christ draws us into his power, that hate and violence may cease. Filled with new hope, we will sing and rejoice, spreading this love with our deeds and our voice. We'll sing this song in the night, touch a sad heart with God's light. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.